Und meine Damen und Herren, gerade hatten Sie schon alle Gelegenheit, die Sie brauchten, sich an seinen Anblick zu gewöhnen. Und hier kommt dieser wunderschöne Anblick nochmal. Hier ist Hugo Egon Balder. Wieder geschafft hast in deinem Alter. Was ich dich schon mal fragen wollte, du bist ja ein großer Fernsehproduzent. Warum produziert eigentlich niemand mehr diese herrlichen, wunderbaren, humorvollen Musikfilme, so wie sie früher gang und gäbe waren? Ja, das weiß ich auch nicht. Vielleicht gibt es nicht mehr die Leute, die es können. Ja. Also Peter Alexander ist ja auch nicht mehr vorhanden. Dann haben sie es mal versucht vor Jahren, die drei von der Tankstelle mit Wiegald Boning. Das hat nicht so funktioniert. Vielleicht ist die Zeit vorbei. Ich weiß es nicht. Vielleicht müsste man sie ähnlich liebevoll adaptieren, wie man es zum Beispiel mit den Hexer-Filmen gemacht hat. Zum Beispiel. Das wäre eine Möglichkeit. Nur eine Parodie zu parodieren ist auch ein bisschen schwierig. Aber versuchen könnte man es ja mal. Ne? Gut, das machen wir vielleicht jetzt schon ein bisschen. Denn wir singen ein Lied aus einem dieser Filme. Ein Duett, was 1959 Fred Bertelmann und Chris Howland miteinander gesungen haben. Und es spricht aus unserem reichhaltigen Erfahrungsschatz als Männer. In den besten Jahren. Spricht mir aus der Seele. Es heißt, der Dumme im Leben ist immer der Mann. So. Eins, zwei, drei, vier. Jetzt hör mal zu Hugo, du hör mal zu Götz. Ich weiß, was los ist, und zwar gerade jetzt. Dass unsere Frauen uns nun durchschauen, weil sie schon wissen, was wir noch nicht wissen. Ich glaube, alter Junge, jetzt sind wir dran. Der Dumme im Leben ist immer der Mann. Du weißt, ich bin Jäger und jage das Wild. Sag mal, was jagst du heute? Ich glaube, ich bin schon im Bild. Was soll ich machen? Als Vagabund lachen? Ich glaub, Frau Schell würde meinen, versuch's doch mit Weinen. Nee, das kommt bei mir als Mann doch nicht an. Der Dumme im Leben ist immer der Mann. Liebst du ein Mädchen, das Schönste der Welt? Macht sie dich glücklich? Ja, und sie kostet zu viel Geld. Sind die Moneten im Handumdrehen flöten? Dann rät dir der Beirat, komm, schreite zur Heirat. Ja, doch dann fängt das Bezahlen erst an. Der Dumme im Leben ist immer der Mann. Und die Erkenntnis bei Strophe 4 ist nur das eine, nämlich dass wir, so wie die Alten, zusammenhalten, gegen regieren und tyrannisieren. Doch dann kommt eine und schaut dich nur an. Der Dumme im Leben ist immer der Mann. Ja, der Dumme im Leben ist immer der Mann. Fantastisch, Hugo. Großartig. Dankeschön. Meine sehr verehrten Damen und Herren, vielleicht haben Sie Lust, selber mal dieses schöne Lied zu singen. Und Sie haben Gelegenheit dazu. Auf unserer Internetseite nachtmusikzdf.de finden Sie nämlich ein Karaoke-Spiel. Und da gibt es unsere Fassung zu bestaunen und zu besingen. Und wenn Sie uns Ihre Version schicken, Sie müssen sich dabei natürlich aufzeichnen, wenn Sie uns die schicken, dann zeigen wir Sie vielleicht in der nächsten Sendung zu Pfingsten die besten Versionen von Der Dumme ist immer der Mann. Die schönsten, die skurrilsten, die witzigsten, die swingendsten oder auch die schlechtesten Beispiele. Mal sehen, was dabei herauskommt. Hugo, wir werden gemeinsam die Jury bilden und der Gewinner bekommt einen Osterhasen, der zu Pfingsten schon ein bisschen abgehangen aussehen wird. Aber man kann nicht alles großartig haben. Hugo Egon Balder, meine Damen und Herren. Dankeschön, auf Wiedersehen. Tschüss.